Previously on Podcasts. So ein bisschen drüber nachgedacht, was ich eigentlich erzählen möchte, weil ich in den letzten Jahren auf der Subscribe immer versucht habe, so ein bisschen, wie es so meine Art ist, auf der Metaebene zu schwelgen. Und es ist doch so einiges passiert in den letzten Jahren, wo ich so das Gefühl bekommen habe, es ist vielleicht nochmal ganz wertvoll, zurückzublättern in die Zeit, wo diese ganze Podcasterei entstanden ist und was meiner Meinung nach den Wert ausgemacht hat und was dazu geführt hat, dass dieses Medium überhaupt so hat Fuß fassen können. Ich möchte also ein paar Rückblicke liefern und, so es sich anbietet, vielleicht auch ein paar Ausblicke. Ich möchte nicht die Zukunft vorhersagen, weil ihr wisst ja, wie das ist, ne? Schwierig, aber probieren wir es mal. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da gab es die Blogosphäre. Genau genommen hätte man jetzt noch beliebig weiter zurückblättern können. Das Internet ist entstanden, das Web ist entstanden und so weiter. Sagen wir mal, das Web war da. Und alle fragten sich damals, und ich rede jetzt so von so einer Zeit um die Jahrtausendwende herum, alle fragten sich so, okay, Visitenkarten im Netz oder was ist jetzt hier angesagt? Das war einer dieser Begriffe tatsächlich. Firmen haben dann immer so richtig schön Pressemitteilungen rausgehauen. Ja, auch wir haben jetzt unsere Visitenkarte im Netz. Schau an, hier für eine 500.000 Euro haben wir 5 Webseiten uns von einer überbezahlten Webagentur erstellen lassen. Und alle grübelten noch so ein bisschen, was denn nun der eigentliche Wert dieser ganzen Geschichte eigentlich ist. Und dann entwickelte sich das Ganze eben, wie das immer so ist, aus einer Technik heraus. Und bin ich eigentlich auf der richtigen Sphäre? Auf jeden Fall kam die Blogosphäre aus. Wie fing das an? Ganz zu Anfang hat jemand einfach mal Bookmarks gemacht. Man hat im Web irgendwie festgestellt, dass es mehr als 10 Seiten gibt. Irgendwann konnte man sich das nicht mal merken. Bookmarks wurden eine tolle Sache. Und der Hauptprogrammierer von Netscape Navigator damals hat dann einfach angefangen, seine Bookmarks in einer Liste zu sammeln, in einem Log-File. Und nannte das dann Weblogs. Und aus diesen Listen wurden sozusagen Feeds. Das heißt, andere Leute haben seinen Weblog abonniert oder gelesen und daraus entstand so ein ganz merkwürdiger Flow, weil man auf einmal andere Leute daran teilhaben lassen konnte, wie man selber das Web wahrnimmt, was man gelesen hat, was man sich angeschaut hat. Und offensichtlich gab es hier einen Bedarf der Vermittlung. Hier gab es so ein Mitteilungsbedürfnis, was sich dann technisch eben in diesen Weblogs abgebildet hat. Und das war tatsächlich der Name, der am Anfang auch verwendet wurde für diese Technik. Und es kam dann der Effekt, dass eben eingesehen wurde, dass diese Art und Weise des Teilnehmens an einem Newsflow in gewisser Hinsicht so eine Essenz ist und so ein Bedarf abgedeckt hat. Später strich man dann das We aus den Weblogs und es blieben einfach nur noch die Blogs über. Und vor allem waren die Blogs halt eine neue technische Erfindung, weil es jetzt auf einmal Systeme gab, in denen man einfach Text reinschreiben konnte und die über einen Feed teilen konnte. Syndication hieß das dann. Tolle Sache. Und das heißt, aus dieser unmittelbaren Erfahrung des Informationsflusses wurde dann sozusagen ein neues Angebot geschaffen. Und da fand sich dann eine Community zusammen. Und im Prinzip kann man sogar sagen, dass das eigentlich auch so ein bisschen das Vorbild ist für die Timeline, die heute ja so omnipräsent ist, die irgendwie überall abgebildet wird. Die Blogs
waren unfassbar persönlich. Also ich weiß noch, als ich selber angefangen habe, 2004 muss das gewesen sein, einfach mir mal so eine Blog-Instanz zu nutzen, die ein Freund von mir aufgesetzt hatte, habe ich mir einfach mal einen Blog eingerichtet. Und habe ich auch so mal so losgeschrieben, was mir gerade so in den Sinn kam. Über mich und über wie ich so meine Welt wahrnehme. Und dann kamen dann so Leute auf mich zu und haben so, ja, du Tim, ich habe ja irgendwie deinen Blog gelesen und so. Das ist ja echt unglaublich persönlich, was du da schreibst. Ja. Und das stimmte auch. Und war eine sehr interessante Feststellung in dem Moment, dass man das einfach automatisch nutzt, um eine sehr persönliche Sicht auf die Dinge dort darzulegen. Und das Blogschreiben macht es halt extrem einfach. Und dann fingen immer mehr Leute an zu bloggen. Und es entstand halt diese Blogosphäre. Und daraus entstanden dann wiederum auch Communities. Weltweit fand das statt, in Deutschland auch. Ich habe auch so die Wahrnehmung, es war in Deutschland auch relativ stark, weil sich daraus dann eben auch Dinge entwickelt haben, wie zum Beispiel die Republika, heute eine der größten Konferenzen zu diesen ganzen Themenbereichen, mittlerweile auch schon weit entkoppelt von seinen Ursprüngen, würde ich sagen, also nicht vollständig entkoppelt, aber angereichert um sehr viele andere Dinge, eine generelle Medienkonferenz ist es geworden, wo Tausende von Leuten hinkommen, aber die Essenz war diese Blogosphäre, waren diese Blogger, die Leute, die sich alle über ihre persönliche Sicht der Dinge kennengelernt haben und so in einen Diskurs miteinander gegangen sind. Und ich erinnere mich noch sehr gut an das Gefühl, was man so als Teilnehmer auf der ersten Republika hatte. Das hatte sehr viel von dem, was hier auch ist. So eine gewisse Nähe, so eine Verbundenheit und ja. Dann ging das natürlich auch schnell weiter. Die Technik machte natürlich keinen Halt. Tumblr, später dann Twitter und natürlich auch das unsägliche Facebook übernahmen sozusagen diese ganze Schreiberei. Und schnell gingen diese Communities dann wiederum in diesen Plattformen auch etwas verloren. Und teilweise wurden sie auch von ihnen auch kräftig überfahren. Kann natürlich auch sagen, okay, die Plattformen haben das Ganze dann in so ein Turbo geschaltet. Das stimmt sicherlich auch und das hat auch alles seine Berechtigung. Twitter, ich bin selber eigentlich auch der totale Twitter-Nerd gewesen. Ich fand das irgendwie auch relativ früh sehr interessant und dachte mir auch schon so, okay, alles klar, so wie das angelegt ist, könnte das so eine Art globaler Chat werden. Dass dann später mir irgendwie der amerikanische Präsident die ganze Zeit ins Ohr schreit, hätte ich mir natürlich auch nicht zu träumen gewagt. Aber naja, Gott, so ist es dann halt, ne? Auf jeden Fall wurde das Ganze auf jeden Fall in den Turbo-Modus geschaltet. Heute habe ich so den Eindruck, dass so in Zeiten von angewandtem Datenschutz, Zensurfragen, wie wir sie gerade auch in der Urheberrechtsdebatte erleben und natürlich auch diesen Plattformdruck, dass man sozusagen sich in zunehmendem Maße nach den Regeln dieser Plattform richten muss, wieder so einen Weg zurück zu den Blogs macht. Viele Blogs gibt es ja auch noch und ich glaube, das ist auch so ein Medium, was so schnell nicht weggeht. Dann kamen so diese drei wilden Jahre, wie ich sie so ein bisschen in Erinnerung habe. 2004 kamen so die Blogs und alle so, oh wow, Blogs und so, man kann Texte im Internet schreiben, irre, total krass. Ja, dann kam dieser kleine Kniff von Dave Weiner, der dieses Syndication-Format RSS, was sich ja aus den Blogs heraus entwickelt hat, erweitert hat, um diese Möglichkeit, Podcasts auszuliefern. Denn technisch gesehen sind Podcasts Blogs. Blogs mit Audio dran. Hätte auch Video werden können, aber das wurde dann im nächsten Jahr wieder verhindert, als YouTube kam und man eingesehen hat, okay, für Video machen Plattformen extrem Sinn, also technisch Sinn, und dann sind ja auch alle da sehr schnell weggegangen. Aber diese Syndication war da und die Syndication hat auf einmal ein ganz neues Datenformat erhalten, nämlich Audio. Und auf einmal konnte man diese persönliche Sicht der Dinge nicht nur in Text teilen, sondern eben, und das auch mit demselben Mechanismus, mit der eigenen Stimme. Und die Stimme ersetzt auf einmal den Text. Ich habe da schon
viel drüber geredet und in gewisser Hinsicht wiederhole ich mich da auch, aber ich möchte auch die Gelegenheit hier zur Wiederholung nochmal zum Besten geben. Das ist einfach in dem Moment, wo man nicht mal mehr schreiben muss, um irgendetwas mitzuteilen, gewinnt man einen Vorteil. Und der Vorteil ist eigentlich mehr das Wegfallen eines Nachteils. Denn wer kennt das nicht? Wenn man was schreibt, das gilt natürlich für alle Briefe schon, aber insbesondere natürlich für alle Textnachrichten in Messengern, in E-Mails, Foren, Mailinglisten und so weiter, man wird die ganze Zeit missverstanden. Und man muss sich die ganze Zeit darüber bemühen, möglichst so zu schreiben, dass man möglichst nicht missverstanden wird, und dann wird man doch wieder missverstanden. Das ist ein echtes Problem. Denkt man bloß normalerweise gar nicht so drüber nach. Woran liegt denn das eigentlich? Na gut, man könnte sagen, es gibt keinen Buchstaben für Ironie. Ja, Smileys, Emojis, alles solche Versuche, dieses Problem irgendwie in den Griff zu kriegen, hat aber auch nur sehr begrenzt funktioniert. Und das liegt natürlich daran, dass eigentlich Schreiben ein relativ komplexer Vorgang ist, weil erstmal muss man seine eigenen Gedanken in gewisser Hinsicht nicht nur in Worte kleiden, sondern man muss sie in Worte kleiden, die später dann auch wieder gelesen werden können und während dieses Lesens möglichst auch wieder genau in das zurückübersetzt werden, was man eigentlich gemeint hat. Man hat also so eine doppelte Kodierung. Man kodiert seine Gedanken in Text, und diejenigen, die das dann lesen, müssen es halt wieder zurückübersetzen in, was denn das jetzt wohl eigentlich bedeutet. Klar, wir haben alle Lesen und Schreiben gelernt und wir denken, wir können das so, aber wenn man sich halt anschaut, wie viele Missverständnisse es da nach wie vor gibt, gewollt oder ungewollt, ist doch einiges im Argen damit. Stellt sich raus, wenn man das einfach weglässt und seine Gedanken direkt äußern kann, ist das eigentlich viel besser. Und das ist genau das, was bei Podcasts halt stattfindet. Man redet eben, wie man denkt. Oder zumindest hat man diese Gelegenheit, die Möglichkeit dazu, das zu machen. Und ich denke, das ist das, was Podcasts auch genutzt haben. Und so ging das dann 2005 halt los, dass in Podcasts allerlei Experimente durchgeführt werden bis zum heutigen Tag, wie man denn nun seine Gedanken am besten darreicht. Redet man schnell oder langsam, lange oder kurz? Redet man alleine mit jemand anderem oder in einer großen Runde? Worüber redet man? Wie redet man darüber? Etc. pp. Und stellt sich eigentlich raus, dass in all diesen ganzen Kombinationen es irgendwie meistens auch irgendwie funktioniert. Und ich fand das immer ganz putzig, dann zu sehen, wie in diesen Blogs in zunehmendem Maße dieser Kommentarwahnsinn entbrannte. Die Leute, die sich also alle permanent missverstehen, anfingen sich permanent anzuschreien und schreiende Antworten bekamen, auf die dann noch mehr geschrien wurde, und alle rückten so ein bisschen vom Bildschirm zurück und denken sich, oh Gott, was haben wir für ein Monster geschaffen. Und parallel lief dann diese ganze Podcast-Landschaft dazu, wo es diese Kommentarkultur so in dieser Form nicht so zu geben scheint. Ich will nicht behaupten, dass kein Podcast nicht sich schon mal irgendein Hater eingetreten hat, mit Sicherheit, aber ihr werdet sicherlich auch aus eigener Erfahrung berichten können, dass das schon eine ganz andere Nummer ist. Woran liegt denn das? Na gut, jetzt kann man natürlich argumentieren, langer Podcast muss man auch mal durchgehört haben, und wenn man sich etwas zu Ende anhört, mein Gott, dann musste man sich so lange eben diesem Inhaltlichen schon mal auseinandersetzen, dass man vielleicht auch schon mal angefangen hat, darüber nachzudenken und nicht nur auf irgendwelche Stichworte zu reagieren. Das ist sicherlich ein Faktor, aber ich denke, der andere Faktor ist schlicht der, dass man es eben auch einfach besser versteht, weil die Leute halt einfach so reden, wie sie denken, und eben keine komplizierten Enkodierung- und Dekodierungsmechanismen anwenden müssen, um diese Botschaft zu verstehen. Und das ist sicherlich ein Vorteil von allem, wo Audio der primäre Träger der Information ist. Also ist dieses persönliche Element dieser Informationsverbreitung und dieses öffentlichen Diskurses in meiner Meinung nach durch Podcasts noch persönlicher geworden. Und das ist so ein bisschen die Basis für den Siegeszug des Podcasts in den ersten Jahren. Ich habe einige
Zeit am Anfang damit verbracht, überhaupt erstmal, bevor ich selber angefangen habe, irgendwas in die Welt zu senden, habe ich mir unheimlich viele Podcasts angehört, stundenlang, keine Ahnung, ich bin tagelang, wochenlang eigentlich nur mit Kopfhörern auf dem Kopf durch die Straßen gelaufen und habe mir einen Podcast nach dem anderen reingezogen, egal was es war, das schlimmste Zeug, wirklich irre, wahnsinnige, aber eben auch Gruppen, wo ich so gemerkt habe, okay, ihr seid nicht nur wahnsinnig, aber ihr habt auch wirklich was zu erzählen. Und oft auch Randgruppen, schwule Podcast-Szene zum Beispiel aus Amerika hat mich mega beeinflusst am Anfang, wo ich so richtig gemerkt habe, so wow, ihr habt jetzt aber echt mal einen Kanal gefunden, der euch so vorher noch überhaupt nicht zur Verfügung stand. Und die ganze Kreativität, der ganze Wahnsinn, der ganze Humor, der in dieser Szene ganz offenbar vorherrscht, hatte auf einmal die Möglichkeit, direkt in mein Ohr reinzufließen. Das hat mich entflammt, hat mich das. Also das kann man überhaupt nicht beschreiben. Ich war begeistert, es war einfach irre. Dachte mir so, okay, alles klar, das muss ich dann auch mal machen. Podcast spricht sich rum, ne? Kann man sagen. Ist erstaunlich. Viele Leute fragen sich auch immer, oh ja, jetzt habe ich hier einen Podcast. Wie kann ich den bewerben? Wie kann ich den mehr unters Volk bringen? Wer hat das auch immer wieder gefragt? Wie wird man denn, was kann ich denn jetzt tun? Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass eigentlich der beste Werbeträger für den Podcast tatsächlich der Podcast selber ist. Also, dass es vielleicht denkbar wäre, dass man dafür mal Anzeigen schaltet oder so. Aber erfahrungsgemäß verbreiten sich Podcasts eigentlich am besten durch Podcasts, durch Erwähnung, durch Diskussion, man ist irgendwo zu Gast und irgendwo wird das mal aufgeschnappt und so verbreiten sich Podcasts Schritt für Schritt. Sprechen tun ja auch alle und jetzt sind wir ja hier auch beim Deutschlandfunk und oft kriegt man ja so zu hören, naja, das ist doch nur Radio. Oder man kriegt auch zu hören, das ist ja kein Radio. Also man kann es irgendwie auch beiden nicht so richtig recht machen. Ja, also auf der einen Seite ist es ja nur nichts anderes, auf der anderen Seite käme es da ja irgendwie nicht heran. Und ich habe lange, weiß ich, am Anfang dachte ich mir immer so, naja, das passt doch eigentlich ganz gut zusammen, weil man spricht ja. Und war eigentlich immer davon beseelt, das denke ich eigentlich auch heute noch, dass das das Prinzip die ganze Podcast-Szene langfristig mindestens ein guter Talentschuppen ist für so eine Radioszene. Und dass sich da ja irgendwie so ganz natürlich langsam so eine Bindung entwickeln müsste. Hat viel länger gedauert, als ich dachte, weil stellt sich raus, das Radio nahm die ganze Podcasterei irgendwie nicht so richtig ernst. Zwar waren Radiosendungen am Anfang relativ schnell als Podcast verfügbar, also man konnte sie auf dieselbe Art und Weise abonnieren, weil es war jetzt auch nicht so schwer, weil man musste ja nur diesen kleinen Feed erzeugen. Das hat dann ganz gut geklappt und dann dachte ich so, okay, jetzt geht's los und dann passierte gefühlt irgendwie über mehrere Jahre lang überhaupt nichts, weil sich das irgendwie kulturell nicht so richtig miteinander verbinden wollte. Das Interessante ist, dass Leute, die gerne Podcasts hören, oft auch gerne Radio hören. Aber nicht alles, sondern offenbar war man zwar bereit, sein Ohr zu leihen, aber mit der Ansprache klappt es manchmal nicht so richtig. Und man fragt sich natürlich, okay, warum eigentlich? Ein Grund, glaube ich, ist, dass Podcasts sind für einen Kopfhörer und Radio ist für Lautsprecher. Wo hört man Radio? Radio hört man im Auto aus dem Lautsprecher.
Ist natürlich auch eine vergleichbare intime Situation. Ich würde sagen, das Auto ist wahrscheinlich irgendwo sogar dazwischen, zwischen dem Lautsprecher. Aber so das dudelnde Küchenradio oder das Radio, was in der Firma irgendwo auf dem Tisch steht oder die ganze Zeit im Hintergrund irgendwo, die ganze Zeit einfach so läuft und irgendwie immer da ist, weil es ja auch permanent beschickt wird und man nicht sich irgendwas sucht. Gut, manche schalten vielleicht mal für eine Sendung rein oder für die Nachrichten rein, aber meistens dudelt es halt dann doch einfach so entlang. Und das heißt, das Hören und das Wahrnehmen und damit auch das Zuhören ist ein anderes. Und so oder so wurden dann aber viele Leute vom Radio hören zum Podcast hören konvertiert, weil sie dort was anderes gefunden haben, nämlich eine andere Ansprache. Also es ist irgendwo dieselbe Kommunikationstechnik, wenn man so will, aber letztlich sind Radio und Podcast doch andere Medien geworden. Es ist nur scheinbar ähnlich, also es ist vielleicht ähnlich, aber es ist für manche nur scheinbar das Gleiche. Ich denke, es ist was anderes. Es hat eine vergleichbare Zielgruppe, aber die Zielgruppe sucht etwas anderes. Das Radio, da sucht man oft nach Musik, nach Unterhaltung. Man möchte explizit, dass irgendwas dudelt oder dass irgendwas im Hintergrund läuft oder immer da ist, dem man sich nicht so explizit hinwenden muss, sodass, wenn man abschweift, es halt einfach irgendwo den Raum füllt. Aber es ist kein Go-To-Medium. Es ist nichts, wo man explizit hinschaltet, es sei denn, es ist halt jetzt irgendwie Live-Übertragung von irgendwas Wichtigem oder eben irgendeine Lieblingssendung, die man jetzt besonders gerne mal hören möchte. Während bei Podcasts das eben genau andersrum ist. Bei Podcasts koppelt man sich explizit in den Inhalt rein. Man sucht danach, nicht nur in so einem Verzeichnis, sondern eben auch neue Episoden, das kommt. Und man sucht sich dann auch den Moment aus, wann man hört, wo man hört, wie man hört, sehr gut. Und man gibt sich dann auch oft Mühe, besonders gut zu hören. Da kommt dann wieder dieser Kopfhörer ins Spiel. Ich glaube, die große Verbreitung von Smartphones waren wahrscheinlich der wichtigste Faktor für Podcasts. Aber noch viel wichtiger ist so diese Ubiquität von der Verfügbarkeit von Kopfhörern. Das war ja auch nicht immer so. Also vor 20 Jahren oder so, gut, nicht, dass keiner Kopfhörer gehabt hat, aber ein Kopfhörer ist ja heutzutage irgendwie so eine Standardausrüstung geworden. Das hat man halt einfach irgendwo rumliegen. Und ich würde sogar sagen, dass passionierte Podcast-Hörer, Da ist so die Wahl des richtigen Kopfhörers. Da fließt dann genauso viel Zeit und Energie und Liebe rein, wie bei anderen Leuten halt vielleicht in die Auswahl des Autos oder irgendeiner anderen bevorzugten Gadget-Art. Nach all dieser Zeit finde ich es immer wieder noch erstaunlich, dass es aber auch noch einen anderen Klang gibt. Und das ist irgendwie auch so eine skurrile Mischung aus Ansprache, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig nennen soll, Ansprache, wie man angesprochen wird, wie man erreicht wird. Mir geht es so, dass ich halt im Radio immer nur das Gefühl habe, als das gesamte Publikum im besten Fall angesprochen zu werden. Wenn ich bei Podcasts eher das Gefühl habe, ich persönlich werde angesprochen. Ohne dass jetzt mein Name genannt wird, ohne dass irgendwie du gesagt wird oder sowas. Es geht gar nicht darum, dieses Singular und Mehrheit, sondern es ist einfach eine Haltung, ob man quasi auf der anderen Seite den Leuten auch ins Gesicht schaut. Es wird besser. Ich sehe, dass sich das langsam ändert, aber offensichtlich muss sich da noch mehr entwickeln. Ich denke, das Radio ist an sich sehr gut damit beraten, darüber nachzudenken, was es eigentlich ist, dass Podcasts so erfolgreich machen. Und das Interessante ist, dass es etwas ist, was oft im Radio so ein bisschen verpönt ist. Ja, die Äs und die Pausen und da wird ja immer alles fünfmal gesagt. So, und interessanterweise sind das oft so Sachen, die man bei Podcasts wiederum auch als Vorteil wahrnimmt. Also jetzt die Äs vielleicht nicht so unbedingt. Trotzdem, ich habe irgendwann mal angefangen, meinen Podcast mal Äs rauszuschneiden, weil es dann doch ein bisschen viele waren. Man hat das ja manchmal, ne? So ein Gesprächspartner, der wirklich
sich sehr viel Zeit genommen hat mit den Antworten, wo dann so ein Satz sich auch mal über Minuten hinziehen konnte, dass ich so, okay, heute machst du das mal, heute setzt du mal das Messer an. Und habe festgestellt, es gibt nicht nur ein Ä, ja, also es gibt mindestens drei Äs. Die Forschungen sind von mir da nicht abschließend durchgeführt worden, aber ich bin mir sicher, wenn man das mal sprachwissenschaftlich untersuchen würde, und vielleicht kann ich auch, weiß nicht, methodisch inkorrekt dem mal nachgehen, ob es da schon eine passende Studie gibt, aber ich würde einfach mal so behaupten, es gibt mindestens drei verschiedene Arten von Äs. Und manche sind verzichtbar und manche sind wichtig. Mindestens das Gedanken-Ä. Das Ä, was eigentlich nichts anderes ist als so eine Art akustischer Trägerton für das Nachdenken. Denn diese Erfahrung, anderen Leuten beim Nachdenken zuzuhören, ist mehr als nur das Dekodieren von Worten. Dieses fühlen können, wie schwer es jetzt jemandem fällt, irgendeinen Gedanken auch wirklich zu Ende zu bringen oder mit welcher Präzision ein Gedanke vielleicht auch spontan geäußert wird. Das ist eine Metainformation, die sehr, sehr, sehr wichtig ist. Die vor allem sehr wichtig ist für unsere Wahrnehmung des Ganzen und die wichtig ist für diesen Vertrauenslevel, den ich bereit bin zu errichten. Denn das ist ja auch so ein Effekt, den Podcasts haben, dass dieses Vertrauen entsteht zwischen einer Hörer- und einer Senderseite aus schwer nachvollziehbaren Gründen. Aber ein Grund ist sicherlich der, dass man noch sehr viel besser spürt, wie es eigentlich gemeint war. Was übrigens dann auch wieder so ein Faktor ist, der dazu führt, dass eben weniger Hater in den Kommentaren sind. Weil es einfach besser verstanden werden kann, weil da einfach mehr Information drin ist. Ja, stellt sich raus, Podcasts bleiben, die gehen nicht weg. Eingangs schon gesagt, gehen nicht weg, sie gingen nicht weg, sie waren kein kurzes Phänomen. Hätte ja auch sein können. Ist ja nicht so, dass jetzt im Internet alles lange hält. Ich habe schon einige Dinge kommen und gehen sehen. Was für Dinge wurde nicht schon immer eine goldene Zukunft vorausgesagt? Und dann waren es dann doch nur Luftnummern. Und ich hatte das auf der letzten Subscribe, glaube ich, mal die dritte Welle genannt. Dass wir nämlich jetzt so in dem Zeitalter des dritten großen Hypes steht. Ne? Also am Anfang ging es los, so oh, Podcast, und alle erstmal so entdeckt, so oh super, man kann jetzt auch reden im Internet, voll die Entdeckung und so, und dann wird das Radio überleben und so. Und das ging dann so zwei, dreimal hoch und jetzt diese dritte Welle hält tatsächlich ganz gut. Wir sehen, Podcasts werden jetzt überall gemacht und ich finde das gut. Ich fand es überfällig. Ich war der Meinung, dass das so ein wichtiges Medium ist, dass es selbstverständlich so ist, dass zum Beispiel Medienhäuser natürlich auch Podcasts machen müssen, weil wenn sie das nicht tun, fehlt ihnen einfach eine Stimme. Und zwar das im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Stimme, über die man ganz andere Sachen kommunizieren kann, als man das eben über die anderen Sachen machen kann. Bild und Ton, alles schön und gut, aber die Leute gucken halt nur auf die bewegten Bilder. Die Sprache ist manchmal nur der Kommentar dazu und am Ende ist es alles sehr kurz. Die Aufmerksamkeit, sich viel Video anzuschauen, ist bestenfalls da, wenn es um Game of Thrones geht, Hollywood-Streifen etc. Und da kommt auch so dieser Mythos her, dass die Leute ja keine Bereitschaft für Aufmerksamkeit hätten, die länger als 7 oder 10 Minuten hält. Was übrigens auch in Radiokreisen durchaus verbreitet ist. Wenn wir nicht alle 7 Minuten sagen, auf welcher Station wir sind, dann sind die Leute schon wieder weg. Ja, nee, man hätte auch einfach mal was Interessantes sagen können. Hätte auch funktioniert. Also entstehen jetzt hier in dieser Podcast-Landschaft neue Formate, neue Ansprachen, neue Arten und Weisen, ein Kommunikationsverhältnis aufzubauen. Und vor allem, es entstehen dadurch Communities. Es entsteht also nicht nur so ein Produkt, was sendet und was auf der anderen Seite kommuniziert wird, sondern es entsteht etwas, wo eine echte Kommunikation hergestellt wird, wo eine wirkliche bidirektionale Sache kommt. Mich hören ja ein paar Leute mit meinen Produktionen, dann treffe ich auf Hörerinnen und Hörer und nicht selten höre ich so Sätze wie, naja, du kennst mich ja nicht, aber. Ja.
weil es natürlich prinzipbedingt hier so ein asymmetrisches Kennenlernverhalten gibt. Ist aber eigentlich gar nicht so, weil tatsächlich kenne ich schon, weiß ich auch sehr viel. Also ich weiß zwar vielleicht nicht so viel über die individuelle Person, aber ich weiß halt relativ viel über Podcast-Hörer an sich. Bin ja selber einer und ich weiß ja auch, was ich da suche und wie man eben an diese Inhalte andockt. Und das macht es dann doch sehr einfach, mit Podcasts Communities aufzubauen. Und das ist sehr schön, ja, also man sollte hier keine Bindungsängste haben, kann einfach mal feststellen, Podcasterinnen, Hörerinnen trauen sich. Das ist ein Vertrauensverhältnis, was hier aufgebaut wird und das Ganze ist eben befördert durch diese Persönlichkeit, durch diese Offenheit, die man dort investiert. Man muss ja nicht gleich jedes Detail über sein Leben preisgeben. Es geht auch nicht so sehr darum, alles zu erzählen, was man ist oder so, sondern es geht eigentlich eher darum, sich selbst als Mensch auch zu zeigen. So ein bisschen nackig zu machen, aber nicht ganz auszuziehen, dass man einfach zeigt, guck mal, so denke ich, so ticke ich, bei mir ist auch nicht alles in Ordnung und dadurch, dass ihr das jetzt wisst, könnt ihr auch meine Botschaften und meine Kommentare auch besser interpretieren. Kann ich auch mal Scheiße erzählen, kann ich auch mal schieflegen, mich in irgendwas versteigen. Das wird mir dann auch oft zumindest dann auch verziehen. Ja, und wie schon erwähnt, nicht, diese direkte Kommunikation, die man hier erzielt durch reduzierte Codierung, das ist auf jeden Fall hilfreich. Und daraus würde ich einfach mal ableiten, Podcasts sind das nächste Medium. Ich habe extra nochmal bei Wiktionary nachgeschaut. Das heißt das Nächste. Ja, hätte auch das Naheste sagen können, aber es wäre wahrscheinlich falsch. Das ist das, was am nächsten ranrückt. Also nirgendwo ist der Abstand zwischen der einen Seite und der anderen Seite so eng. Und daraus ergibt sich halt so ein schönes Podcast-Ökosystem, von dem ich denke, dass es erhaltenswürdig ist. Woraus besteht das? Podcasts und die schon von mir erwähnten Feeds sind wichtig, denn die haben all das aufgebaut und ermöglicht. Es ist auch eine sehr granulare technische Entwicklung, die sich extrem an der tatsächlichen Nachfrage und dem Bedarf der Leute jetzt über mehr als ein Jahrzehnt, fast 15 Jahre entwickelt hat. Da steckt auch viel Wahrheit in dieser Technik. Da ist sozusagen so ein gut abgehangenes Internetprotokoll, will nicht so schnell weggehen, wenn es eben wirklich von Leuten für Leute gemacht sind. Genauso wichtig in diesem Ökosystem sind Podcast-Verzeichnisse. Da gibt es die großen wie iTunes, ein paar andere, die sich dort versuchen. Google ist jetzt mit dabei, andere auch. Wir haben hier auch in der Community ein, zwei Projekte, die hier versuchen, eben eine Öffentlichkeit und eine Zugänglichkeit zu schaffen, um Podcasts sichtbar zu machen und zugänglich zu machen. Eine sehr wichtige Rolle spielen auch die Podcast-Clients, denn die haben es ermöglicht, dass jeder sich genau das Radio bauen kann, was passt. Also mit Radio meine ich jetzt nicht den Sender, sondern den Empfänger. Denn der Podcast-Client ist sozusagen der Schlüssel zum Inhalt. Aber jeder benutzt irgendwie einen anderen, viele benutzen den einen, viele benutzen aber auch ein paar weniger populäre Clients. Warum? Weil es eben dem eigenen Kommunikationsverhalten besser angepasst ist, weil man dort so selektieren und auswählen kann, wie man möchte. Und das ist ganz wichtig. Podcast-Hoster gehören natürlich genauso dazu. Die wollen es vor allem im besten Fall den Anbietern leicht machen, den ganzen Kram rauszubringen. Und im Kontext der Subscribe kann ich natürlich noch hinzufügen, Open-Source-Tools sind auch das, was dieses ganze Ökosystem ermöglichen. Denn diese Technologien müssen eben auch kontinuierlich, dauerhaft weiterentwickelt werden, aber dabei auch so eine gewisse Integrität bewahren, also so sozusagen sich treu bleiben und nicht von anderen Interessen auf einmal in irgendeine Richtung abbiegen, wie es zu irgendeinem anderen Teil dieses Ökosystems dann nicht mehr passt. Das gesagt,
kann man feststellen, es gibt Wachstumsschmerzen. Jetzt machen ja alle Podcasts, alle wollen groß werden, alle wollen damit Geld verdienen. Ist ja auch nachvollziehbar, weil nur wenn man damit Geld verdient, kann man auch die Zeit investieren, um das Ganze zu machen. Dafür habe ich größtes Verständnis. Das ist bei mir auch nicht anders. Und jetzt gibt es halt den großen Run auf die Plattform. Und während halt bei Video und Text man eben sieht, dass diese Plattformen eine große Bedeutung haben, bei Video ist es, glaube ich, sehr offensichtlich, da ist 90% YouTube und der Rest teilt sich in der Gaming-Szene und ein paar kleineren Systemen wie Vimeo so ein bisschen den Markt auf. Und natürlich sind es dann diese Plattformen, die letzten Endes definieren, wie die Kommunikation mit einem Publikum stattfinden kann. Und alles das, was dieser Plattform nicht in Kram passt, aus irgendwelchen kommerziellen Erwägungen heraus, fällt halt im Zweifelsfall dann auch weg oder wird beschnitten oder anders gemacht oder nicht so, wie die Leute es haben wollen. Wir leben im Schlaraffenland in der Podcast-Welt derzeit noch. Das muss man sich einfach mal klar machen. Das ist das einzige wirklich noch vollständig unabhängige Medium, Kommunikationsmedium, wo noch richtig was passiert. Nicht so viel, wie mir das lieb wäre, aber es kommen immer wieder neue Podcast-Clients raus. Die Auswahl ist riesig. Immer mehr kleinere und größere Unternehmen versuchen sich daran, innerhalb dieses Ökosystems voranzukommen. Aber es wird schwierig, denn die Nachfrage wird größer und das bringt natürlich eine ganze Menge Geld mit rein. Zunächst einmal wichtig, man sollte immer unterscheiden zwischen Verzeichnissen und Abspielplattformen. Die Verzeichnisse, wenn sie denn allein Verzeichnisse sind, wie zum Beispiel iTunes, finde ich nicht so problematisch. Gerade iTunes, das Verzeichnis, hat sich eigentlich von Anfang an als Beschleuniger der ganzen Szene entwickelt. Das ist super, aber man muss halt dann unterscheiden zwischen Abspielplattformen, die in zunehmendem Maße Podcasts halt vereinnehmen wollen, um ihre eigene Plattform attraktiv zu machen. Offene Verzeichnisse bereichern das Ökosystem. Abspielplattformen haben natürlich das Ziel, alle möglichst auf ihrer Plattform zu halten. Und das ist eine schwierige Sache. Und ich möchte jetzt auch nicht in so einen Rundumschlag und Rand übergehen mit, das ist alles doof, sondern möchte nur wachrufen, dass man das mal bedenken sollte. Neulich bin ich dann in diesen Tweet reingerannt. Und er brachte mich dann schon so ein bisschen ins Grübeln. Nicht, dass ich damit nicht gerechnet hätte, aber es schmerzt dann immer schon so ein bisschen. Auf der einen Seite total super, ja, also Leute interessieren sich ganz offensichtlich für Podcasts, besser noch, sie gehen davon aus, es gibt coole Podcasts, gibt's ja auch, aber ne, will man natürlich auch erstmal haben und Social Media, in dem Fall halt Twitter, sorgt natürlich hier auch für eine gewisse Propaganda, also da sind es dann eben auch nicht nur die Podcasts selber, finde ich super. Aber dann dieser Satz, am besten auf Spotify. Schlimmer wäre jetzt noch gewesen, wer kann mir noch coole Spotify-Podcasts empfehlen, weil das ist dann sozusagen so, ja, ich bin auch nirgendwo anders, ich kenne auch gar nichts anderes mehr oder noch schlimmer, ich weiß auch gar nicht, dass das irgendwo anders noch existiert. Über die Jahre haben wir immer schon so ein bisschen darunter gelitten, dass Dinge sich als Podcast bezeichnet haben, die dann eben nicht so in diesem Ökosystem mitgespielt haben, die vielleicht keinen Feed hatten, irgendwie awkward abzuspielen oder herunterzuladen waren oder gar nichts davon oder noch nicht mal einen Player auf ihrer Webseite hatten. Das ist auch ein Problem, aber hier ist es halt kritisch. Weil was heißt denn das eigentlich? Das heißt, dass wenn Podcasts in die Plattform mehrheitlich abgleiten und mehrheitlich kann nicht nur sein eine Vielzahl und die größte Zahl von Podcasts, sondern eben auch mehrheitlich im Sinne von das, was eben auch populär gehört wird, dann kann das eben alles sehr schnell kippen. Und natürlich ist so eine Plattform wie Spotify, und bei Audible ist es ja auch ähnlich, im Wesentlichen daran interessiert, über Podcasts User für die eigene Plattform zu gewinnen. Weil eigentlich ist es ja auch erstmal ein Musikstreaming-Dienst. Eingefleischte Podcast-Hörer denken sowieso, naja, Spotify und so weiter mit der App Podcast hören, ich kann mich ja auch selber auspeitschen. klar, das bietet nicht den Komfort, den man gewohnt ist, aber hier handelt es sich ja eben auch teilweise an Leute, die vielleicht ganz neu erst an Podcasts herankommen und überhaupt gar nicht wissen, was es bedeutet,
eben diesen ganzen Komfort zu haben, auf Podcast abgestimmte Vor- und Zurückspulmarkierungssysteme oder eben auch Kapitelmarken und andere Vorteile, die wir vielleicht in der Zukunft noch kommen, das in irgendeiner Form auch noch mitzubekommen oder überhaupt die Möglichkeit zu haben, sich sein eigenes Abspielgerät auszuwählen, weil es einfach kompatibel ist mit dem Ökosystem. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Und ich weiß, dass dieser Druck sehr groß ist, diese Plattformen mit zu bespielen. Kann ich nachvollziehen, ja, also ich mache es jetzt nicht, aber natürlich gibt dann immer gleich so diese Rechnung mit, naja, ich will ja auch gehört werden, ich muss ja dahin gehen, wo meine User sind. Nur wenn man dann halt alle seine User dahin trägt, ja, dann trägt man natürlich auch dazu bei, dass dann irgendwann das kippen kann und es dann irgendwann die Plattformen sind, die vorgeben, was so die nächsten Schritte denn zu sein haben und dass die Wege, die sich vielleicht normalerweise durchgesetzt haben, sich dann nicht mehr durchsetzen, weil die dann eben nicht zu dem kommerziellen Modell passen. Also haben wir jetzt dieses Rattenrennen, wo ich es so ein bisschen schwierig finde, ja, Aufmerksamkeit, Zahlen, alle reden nicht nur so um die Sendungsdauer, ja, das darf jetzt nicht so lang sein. Gab es mal neulich irgendwie so einen Artikel, ja, der ideale Podcast ist 30 Minuten lang oder so etwas. Okay, kann ja sein, ich frage mich nur für wen, ja, also es, ihr lacht, ne, weil das natürlich klar ist, ideal ist eine extrem persönliche Entscheidung, die kann man auch selber fällen. Es gibt Podcasts, die sind ideal, weil sie 5 Minuten lang sind. Es gibt Podcasts, die sind ideal, weil sie 5 Stunden lang sind. Nur eben für unterschiedliche Maßgaben von ideal. Und, naja, eben diese Sichtbarkeit auf Plattformen. Man denkt halt, wenn man nicht auf Plattform X vertreten ist, dann wird man nicht mehr gesehen. Und dann kriegt man halt diese Empfehlungen auf Twitter nicht mehr, weil man nicht auf Spotify linken kann. Und das ist alles schon schwierig. Macht mich jetzt schon ganz giftig zum Beispiel, dass auch Podcast-Clients heutzutage selten eine Möglichkeit bieten, wenn man so eine Episode hört und man möchte die weiterempfehlen, den Link auf die Webseite der Podcaster selber zu liefern. Man kriegt dann immer so verschwurbelte, klick erstmal auf meine Plattform und dann habe ich da auch noch einen eigenen Player und so. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich nicht besonders mag. Aber noch schlimmer ist halt einfach diese Denkweise, dass Hörerinnen jetzt einfach zu Zielgruppen degradiert werden und man eben diese alte Trennung zwischen Sender und Empfänger wieder herstellen möchte, weil da droht dann eben genau der Verlust dieser Kernvorteile des Mediums, die ich vorhin versucht habe, ausführlich zu beschreiben. Und ich möchte ein alternatives Modell vorstellen, nämlich Qualitätspodcasts. Nein, das war nur ein Witz. Ja, das weniger ist mehr. Also ich kenne diese Diskussion, ich kann sie auch verstehen. Ich kann sie verstehen. Man möchte große Zahlen haben, da kann man schön mit angeben und dann kann man dann irgendwie Werbepartner und Sponsoren gewinnen. Nur man kann die Logik halt auch ein bisschen anders ausdrücken. Denn die Qualität eines Podcasts drückt sich meiner Meinung nach primär durch die Qualität der damit verbundenen Community aus. Das ist nicht nur die Sendung. Und wenn man irgendwie 100.000 Downloads hat, heißt das noch lange nicht, dass da auch wirklich 100.000 Leute auch mental sich beteiligen. Das muss sich auch noch in anderen Dingen ausdrücken. Und was noch viel wichtiger ist, was ich vorhin eingangs schon erwähnt habe, ja, also diese Nähe und Vertrauen. Wollte ich eigentlich einen ganz anderen Punkt sagen. Ich habe mich gerade erfolgreich mit meinen Slides selber aus der Spur gebracht. Diese Qualitätsmerkmale von Podcasts, die müssen auch gesehen werden. Da gibt es einfach Dinge, die auch einen Wert haben und weswegen man vielleicht auch Podcasts machen möchte, ohne dass sie nur noch daraufhin optimiert werden, Zielgruppen zu bedienen. Weil genau diese Zielgruppenlogik im Kopf, damit riskiert man natürlich dieses Vertrauensverhältnis. Ich schicke jede Woche irgendeine Mail zurück und sage, nee, ich mache keine Werbung. Kriegt
das am laufenden Meter. Ja, you and me together. Ja, you've got the brain, we've got the looks. Ich verstehe das, ja. Also ich finde das auch. Ich sage auch nicht, dass das illegitim ist, Werbung zu machen. So, nur als Podcaster frage ich mich natürlich: Okay, was ist das? Was macht das quasi mit dem Wert meines Produkts? So, ist der Wert das, was ich jetzt an Geld unmittelbar jetzt durch diesen Verkauf erzielen kann? Ja, ist das sozusagen mehr wert als das, was ich verliere an Vertrauen, wenn dann über eine gewisse Zeit irgendwann klar wird, im Wesentlichen ist das Publikum sozusagen nur noch Zielgruppe. Und ich fange an, die dann irgendwie auf der Plattform genauer zu analysieren. Weil dann will man wissen, wie viele Männer und Frauen das sind und wie alt sind die denn, nicht? Und dann wird diese Gesellschaft schon wieder in diese Scheibchen eingeteilt, wo jeder die Botschaft bekommt, die für sie oder ihn vorgesehen ist. Und am Ende spricht man auch nicht mehr zu anderen. Dazu kommt, das mag jetzt noch keine große Bewegung sein, aber ich höre das immer wieder, dass viele natürlich auch deshalb zu Podcasts überhaupt gekommen sind, weil sie einfach diese permanente Konfrontation mit Werbung so auch gar nicht mehr ertragen können. Oder das einfach nur so als eine Oase, so ein Urlaubsziel empfinden, so, oh mein Gott, irgendwie haben doch alle, sind doch alle verrückt. Ich höre jetzt mal einen Podcast. Da fühle ich mich nämlich besser. Und was wir auch sehen werden, wenn das so weitergeht mit viel Werbung, muss man sich auch klar werden, wir werden auch da in so einen Adblocker-Krieg reingehen. Also wenn wirklich viel Werbung in Podcasts landet, dann sind wir nicht mehr weit davon, von Community-editierten Kapitelmarken, die sozusagen schnell nach dem Release eines Podcasts rumgehen, um diese Werbung wieder automatisch rauszugehen. Und dann werden wieder Gegenmaßnahmen ergriffen, weil das kann ja nicht sein, weil dann können wir ja unseren Werbekunden nicht mehr das Versprechen einhalten, was wir gegeben haben. Und dann wird es noch weiter zugemacht. Macht. Und genau dieses Rattenrennen, das wir eben auch im Web schon gesehen haben, kann hier auch passieren. Und das wäre ja doof, weil dann hätten wir am Ende wieder nur Verlierer auf beiden Seiten. Ja, mit anderen Worten, ich möchte einfach zu etwas Selbstbewusstsein raten. Also wenn ihr eure Projekte plant und wenn ihr irgendwie euch darüber Gedanken macht, wie ihr das alles weiterentwickeln möchtet, denkt an das Ökosystem, denkt vor allem daran, dass der Wert eines Podcasts eben auch qualitativer Natur sein kann, weil er einfach ganz andere Dinge befördert, weil es nicht unbedingt primär das Ziel ist, Geld zu machen oder nicht primär Geld zu machen, sondern eben so eine Community aufzubauen, mit der man dann eben auch ein Living machen kann. Den größeren Unternehmen könnte man noch anraten, zu sehen, was der Wert eines solches Podcasts ist. Viele Zeitungen, gerade in Deutschland, haben jetzt angefangen, Podcasts zu machen und die Reaktion darauf ist weitgehend positiv. Da sind ein paar echt hervorragende Produktionen dabei, muss ich sagen, ich höre auch einige davon und bin teilweise beeindruckt, wie sehr sich das dem annähert, was ich in den letzten 10 Jahren so erfahren habe an qualitativen Eigenschaften eines Podcasts. Die sind lang, die sind lustig, die sind direkt, die sind persönlich. Da wird nicht die ganze Zeit rumgesiezt, da wird irgendwie eine klare Sprache benutzt, da wird nicht rumgeeiert. Tolle Sache, ja. Und das ist etwas, was natürlich dann so eine Marke, in dem Fall dann halt das der Verlagshäuser, enorm aufwertet, weil die Leute sich auf einmal sagen, ach, hier gibt es nicht nur trockene Texte, die mich irgendwo hinbringen wollen, sondern hier gibt es sozusagen auch richtige Debatte, hier gibt es Diskussion, hier gibt es ein ernst gemeintes Gesprächsangebot, an dem ich selber teilhaben kann. Und damit schafft man natürlich einen Ort auch der Identitätsbestimmung für sich selbst, also für das Unternehmen in dem Fall, und andererseits auch eine Orientierung, ein Orientierungsangebot, was man nur mit reiner Information so auch nicht bringen kann. Naja, da stehen wir jetzt. Ja, also die Ausblicke sind da. Ich denke, viel wird davon abhängen, was wir so tun werden und wohin wir unsere Aktivitäten auch so weiterentwickelt werden. Und damit möchte ich schließen und die Sache an der Stelle offen lassen. Dankeschön.